Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht eine der Berichterstatter, Berichterstatterinnen das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Bevor ich nun zu den verlegten Abstimmungen komme, frage ich die Clubs, ob sie eine Sitzungsunterbrechung wünschen oder ob wir in den Abstimmungsvorgang eintreten können. Dann kommen wir zu den Abstimmungen. Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 15, Antrag des Außenpolitischen Ausschusses, dem Abschluss des Staatsvertrags, Abkommen über eine umfassende und verstärkte Partnerschaft. Die Präsidentin geht jetzt noch einen Punkt zurück, und zwar werden auch alle Staatsverträge, die im vorigen Tagesordnungspunkt abgehandelt und debattiert wurden, jetzt in einem abgestimmt. Gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 Bundesverfassungsgesetz die Genehmigung zu erteilen. Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein entsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig so angenommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 16, Antrag des Außenpolitischen Ausschusses, dem Abschluss des Staatsvertrags, Protokoll zwischen der Republik Österreich und dem OPEC-Fonds für internationale Entwicklung zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem OPEC-Fonds für internationale Entwicklung über den Amtssitz des Fonds in fünfter Beilagen gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 Bundesverfassungsgesetz die Genehmigung zu erteilen. Wer spricht sich dafür aus? Auch das ist einstimmig so angenommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 17, Antrag des Außenpolitischen Ausschusses, den Abschluss des Staatsvertrags, Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen vom 15. November 1965 in sechster Beilagen gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 Bundesverfassungsgesetz die Genehmigung zu erteilen. Wer spricht sich dafür aus? Auch das ist einstimmig so angenommen. Tagesordnungspunkt 18, Antrag des Außenpolitischen Ausschusses, dem Abschluss des Staatsvertrags, Übereinkommen zur Gründung des Europäischen Büros für Kommunikation Den Haag, den 23. Juni 1993, geändert in Kopenhagen am 9. April 2002 und in Kopenhagen am 23. November 2011, in sieben der Beilagen gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 Bundesverfassungsgesetz die Genehmigung zu erteilen. Auch diese ist einstimmig so angenommen. Tagesordnungspunkt 19, Antrag des Außenpolitischen Ausschusses, den Abschluss des Staatsvertrags, Protokoll zur Änderung des Zusatzprotokolls zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen in 22 der Beilagen gemäß Artikel 50 Absatz 1 Bundesverfassungsgesetz die Genehmigung zu erteilen. Auch das ist einstimmig so angenommen. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Eva Ernst-Cicic, Nico Marchetti, Kolleginnen und Kollegen betreffend Schutz von intergeschlechtlichen und Transpersonen in Europa. Wer spricht sich für diesen Entschließungsantrag aus? Den bitte ich um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit angenommen. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Sabine Schatz, Kolleginnen und Kollegen, betreffend den Schutz von intergeschlechtlichen und Transpersonen in Europa und insbesondere in Ungarn. Wer spricht sich für diesen Entschließungsantrag aus? Das ist die Minderheit, abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 20, Antrag des Außenpolitischen Ausschusses. Dem Abschluss des Staatsvertrags Übereinkommen des Europarats über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten und über die Finanzierung des Terrorismus in 23 der Beilagen gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 des Staatsvertrags die Genehmigung zu erteilen. Das ist einstimmig so angenommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 21, Antrag des Außenpolitischen Ausschusses, den Abschluss des Staatsvertrags,
Übereinkommen zur Errichtung der internationalen EU-LAC-Stiftung in 38 der Beilagen gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 Bundesverfassungsgesetz die Genehmigung zu erteilen. Wer dafür ist? Und das ist einstimmig so genehmigt. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 22, die dem Ausschussbericht 84 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend eine substanzielle Aufstockung der humanitären Hilfe und der Mittel der bi- und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit. Wer dem seine Zustimmung gibt, den ersuche ich um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 23. Abstimmung über den Antrag des Außenpolitischen Ausschusses, seinen Bericht 85 der Beilagen hinsichtlich des Entschließungsantrages 75 AE zur Kenntnis zu nehmen. Wer ist für diese Kenntnisnahme? Den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über die dem Ausschussbericht 85 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend Maßnahmenpaket Syrien und Griechenland. Wer ist für diesen Bericht? Wer gibt die Zustimmung? Das ist die Mehrheit und so angenommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 24. Antrag des Außenpolitischen Ausschusses, seinen Bericht 86 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Wer ist für die Kenntnisnahme dieses Berichts? Das ist mit Mehrheit so zur Kenntnis genommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 25, die dem Ausschussbericht 87 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend wirksames Vorgehen gegen die Hisbollah. Ich bitte jene Damen und Herren, die sich dafür aussprechen, um ein Zeichen. Das ist einstimmig so angenommen.